Moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei einem neuen Video von Horse Life 2, Freunde für immer, genau. Da hatte ich kurz einen Blackout. Ja, lange, lange ist es her, dass das letzte Video zu Horse Life 2 kam. Aus dem Grund, dass ich eigentlich schon eine Folge aufgenommen hatte. Das Problem war aber, dass Fraps das nicht aufgenommen hatte und nur die Tonspur aufgenommen war, und da das Spiel automatisch speichert, konnte ich nicht mehr zum vorherigen Speicherstand zurückkehren. Deswegen musste ich bis hierhin nochmal neu spielen. Glücklicherweise hatte ich noch ein Zweitprofil, auf dem ich schon bis in die Mitte des Spiels ungefähr gespielt hätte, deswegen hat es jetzt nicht mehr ganz so lange gedauert. Ihr werdet aber sehen, wenn dieser Typ uns anspricht, werden wir nicht Luke heißen, sondern Jinx. Jinx ist der Name von meinem Zweitprofil. Aber das soll uns nicht stören, ich habe bisher in alles originalgetreu nachgestellt. Deswegen gehen wir jetzt auch in den Stall und füttern unser Pferd erstmal, bevor wir zum Training gehen. So. So, wie ihr hier seht, brauchen wir etwas Zuneigung für das Pferd. Wir gehen jetzt erstmal auf die Koppel, ein bisschen streicheln, schmusen und ein paar Leckerlis, und es dürfte eigentlich wieder alles im Lot sein. Na, dann komm mal her. Na komm schon. Na, endlich. Na, hallo, du Schöner. Da wir die Pferde hier in-game leider nicht umbenennen können, sondern der hier zum Beispiel nur Achal Tikena heißt, werde ich das Pferd... Wie nenne ich es denn? Ich nenne es Primo Victoria. Nach einem Lieblingslied von Sabaton. Nase streicheln? Ja, Nase streicheln. Primo mag es, an der Nase gestreichelt zu werden. So, ein paar Bananen. Yeah. Und Halskraulen. Hat's gereicht? Okay, das Training habe ich bis hierhin schon mal abgeschlossen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm. Wir mussten doch sowieso nur über ein paar Oxer springen und das Steigen üben. Mehr war das auch gar nicht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt zum Turnier gehen. Zum Grand Prix der Götter. Und wie ihr seht, müssen wir hier diesmal 95 Punkte schlagen. Die Musik im Hintergrund ist ein bisschen leise, oder? Gleich mal kurz lauter machen.
So. 97 Punkte, okay, das ist in Ordnung. Du warst klasse, wirklich. Heute warst du viel besser als ich. Ich werde gleich weiter trainieren für die Revanche. Dann mach das mal. So, Freunde, ich melde mich gleich zurück. Ich werde kurz auf den Desktop gehen und gucken, ob ich da den Betriebssound etwas zu leise habe. Ich werde die Soundeinstellung gerade etwas hochdrehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ohne groß zu vertrödeln, gehen wir zum Dressur. Zur Dressur. Zum Grand Prix der Götter Dressur. Und auch hier müssen wir 95% schlagen.
So, kurz und schmerzlos. Bla bla bla. So. Da bist du ja, Jinx. Ich glaube, du wirst dich im Grand Prix gut schlagen. Ich muss dich aber um einen kleinen Gefallen bitten. Ich habe einen Freund, der im Zoo in der Stadt arbeitet. Sie haben da ein Zebra, das schon mehrmals weggelaufen ist. Jetzt soll ich mich eine Weile darum kümmern und beobachten, ob es sich hier bei uns auf dem Land wohler fühlt. Aber ich habe niemanden, der mit ihm ausreiten könnte. Meine Schwester und ich haben so viel zu tun. Könntest du mal mit ihm ausreiten? Nichts Anstrengendes, nur etwas rumreiten, damit es mal Bewegung kriegt. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Jinx. Ich habe gerade so einen kleinen Flashback. Kann es sein, dass wir das schon gemacht haben? Nicht sicher. Ich glaube nicht. Lerne das Zebra kennen und reite mit ihm bis zum Ende des Weges. Stripes! Im Rennstall ist das Zebra los. Ein genialer Film, meiner Meinung nach. Doch, ich meine, wir hätten das schon gemacht. Egal, dann wird das Video hier halt einfach ein bisschen länger. Sudele. Für einen ersten Ritt gar nicht übel. Das hat dem Zebra gefallen. Yay! Das war ein guter Ritt. Dein Pferd ist bestimmt sehr zufrieden. Ja, ja, ja. Ein Artikel wurde dem Inventar hinzugefügt. Okay, dann gehen wir gerade erstmal unser Pferd wechseln. Mhm. Denn wir jetzt reiten wir mit dem Zebra durch die Gegend. Tada! Ist ja schon hübsch, ne? Okay, der Tag ist rum. Gut, aber jetzt müssen wir uns wirklich erstmal um das Pferd kümmern. Und danach können wir weitermachen mit den Turnieren. Ach komm, putzen wir dich mal. Thank you.
Hier ist es wieder schön weiß und schwarz. Oh, Freunde. Wir müssen ausreiten. Es hilft nichts. Der Teich. Was eine Plörre. Finde den hübschen Teich, von dem alle reden, und mach ein Foto davon. Ja. Wunderschön. Ach.